Ich glaube, in 2, 3 Jahren werden sich einige umgucken und sagen, shit, wir haben es vollkommen verpennt. Uns zu verändern, uns anzupassen. Ich glaube, das wird sehr spannend. Ich denke an ein Zitat, das mir irgendwie in den letzten Wochen fast auf Tagesbasis vor die Füße fällt, nämlich nicht der Stärkste und nicht der Intelligenteste gewinnt, sondern der Anpassungsfähigste. Und wir leben in einer so massiv fluktuativen Zeit, wo sich gefühlt alles verändert. Also selbst für mich, der jetzt relativ stark an diese ständige Fluktuation, an diesen steten Wandel irgendwie gewohnt ist, selbst für mich wirkt es manchmal extrem schnell. Wie gesagt, ich würde mich jetzt selber als jemanden beschreiben, der das gewohnt ist. Beispielhaft diese Entwicklung jetzt mit TikTok. Diese Plattform, du hast jetzt dieses Instagram-Beispiel genommen. Ich glaube, das, was Instagram vor 6, 7, 8 Jahren war, ist TikTok heute. Und die Leute lachen noch immer, wenn man TikToks macht. Aber das sagt mehr über die Leute, die darüber lachen, als über diejenigen, die das nutzen. Weil wenn ich mir anschaue, wie viel Reach bekomme ich mit TikTok, absolut unentgeltlich. Wie viel Werbeplattform wird mir geboten für kein Geld? Das erinnert mich wirklich an diese Instagram-Zeit, wo der Algorithmus quasi nicht existent war und alles einfach chronologisch dargestellt wurde, wenn du es gepostet hattest, ohne jegliche Einschränkung. Wie siehst du TikTok? Beschäftigst du dich aktiv mit TikTok? Ja, ich bin auch sehr aktiv bei TikTok geworden dieses Jahr, weil wir einfach das, was du sagst, ne, wir passen uns an, wir gehen mit der Zeit, beziehungsweise auch ich bin halt immer sehr analytisch und recherchefreudig unterwegs. Und zudem habe ich in den letzten 3 Monaten einen Account aufgebaut, völlig organisch, auf TikTok und auf Instagram, der 50.000 Euro Umsatz macht, ohne einen Cent in die Werbung zu investieren. In welcher Nische? Es ist eine Nische im Reisebereich, ja. Okay, krass. Also es ist völlig geisteskrank und es wird von Monat zu Monat immer mehr. Völlig organisch, nur aus den Impulsen und aus den Learnings des Algorithmus, was er gerade haben möchte. Man merkt ja auch, Instagram adoptiert gerade sehr viel von TikTok, weil sie merken, die Leute gehen alle zu TikTok, haben da mehr Spaß, mehr Engagement. Und früher hat man ja gesagt, ja, wenn du tanzen willst oder irgendwie komisch werden willst, dann geh auf TikTok. Ja. Und was machen die Leute? Ja, am Anfang belächelt man sie und später beneidet man sie, weil sie einfach diesen Hype mitbekommen. Ne? Das ist ja wie so ein Vakuumeffekt dann irgendwo. Ja. Ja, und ich glaube, das muss man mitnehmen.